Grüße Freunde, ich bin's David MRT und ich mache seit langem mal wieder ein YouTube-Video. Ja, wie ihr das vielleicht im Titel schon gelesen habt, geht es heute um Hybridathletik, mein Umsprung vom Bodybuilding aufs Hybridtraining und warum das ganz, ganz viele andere Bodybuilder jetzt auch machen. Wie kam der Umsprung auf Hybridathletik? Ich war so ein richtiger Bodybuilder, ne? wie man das kennt, Push-Pull und alle 10 Schaltjahre mal Beine trainiert, weil ich einfach gar keinen Bock darauf hatte und immer nur aufgepumpte Titten und einen geilen Rücken haben wollte. Und das... Ja, wie gesagt, das war voll mein Ding. Bodybuilding, immer schön aufgepumpt, aber natürlich nie Beine trainiert, ab und zu vielleicht, weil meine Jungs gesagt haben, Junge, jetzt ist mal Zeit wieder. Und dann irgendwann kam dieser Tag, wo ich auf die glorreiche Idee kam, Soldat zu werden, ne, mich bei der Bundeswehr zu bewerben. Hat auch alles geklappt, wurde genommen und war dann irgendwann in der Grundausbildung und dachte mir, Junge, dir kann ja nichts passieren, Junge. Du bist einfach, ne, du hast breite Titten, du hast einen breiten Rücken. Und dann kamen die ersten Märsche, ne, mit viel Gepäck und da merkt man schon, das geht richtig auf die Beine. Und warum konnte ich nicht gut marschieren? Weil ich einfach keine Beinmuskulatur hatte, weil ich sie nie trainiert habe. Das war schon echt bodenlos. Natürlich Kondition von gar nichts, ja, war richtig für den Arsch. Außer natürlich BFT, beziehungsweise Basis-Fitness-Test, den habe ich immer ganz gut gemeistert beim Laufen. Und am Klimmhang natürlich, warum? Weil ich immer Bizeps trainiert habe, kann ich nur empfehlen. Aber ich habe einfach gemerkt, da fehlt was und da fehlt ziemlich viel, was... hier mir auf jeden Fall geholfen hätte, zum Beispiel dieses Laufen, dieses ganze Ausdauerding, das hat mir gefehlt. Und deswegen kam ich dann irgendwann auch darauf, weil Bodybuilding an für sich auch irgendwann langweilig wurde, Hybridathlet zu werden, ne? diesen Umsprung zu machen. Und viele, viele Bodybuilder, auch ESN-Athleten, haben diesen Umsprung ja schon gewagt. Und dann dachte ich, Junge, mach das doch auch einfach. Und bin dann in dieses Laufen reingekommen und auch ins Boxen. Ist auch noch ein bisschen... Na, wie soll ich sagen, geheim oder wissen noch nicht so viele. Bin ich ehrlich, ist noch ein bisschen top secret. Laufen und Boxen und hab da einfach gemerkt, das ist krass. Da hat man viel mehr ja, Ausdauertraining mit dabei, wo du dann auch wirklich auf längere Zeit deine Muskulatur einfach in Anspruch nehmen musst. Bin dann auch meine ersten 20 Kilometer gelaufen, hab da gemerkt, das ist heftig, das ist krass. Und dass Hybridathletik also an für sich nochmal was viel, viel krasseres ist, als einfach nur ins Gym zu gehen und ein paar Gewichte zu heben. Weil das einfach auf längere Zeit du diese Muskulatur auch in Anspruch nehmen musst und dass es viel, viel anstrengender ist. Du schwitzt dein komplettes Wasser aus dir rausgefühlt, du bist komplett plitschnass. Und merkst einfach danach, bist du wirklich richtig am Arsch. Das ist wirklich was Krasses, das ist eine Erfahrung, die man auf jeden Fall machen muss. Und wo ich persönlich zu mir, für mich sagen muss, dass es auf jeden Fall viel interessanterer ist und viel nützlicher im Leben als Bodybuilding nur an für sich. Und das zu kombinieren, Bodybuilding und Hybridathletik, also Laufen, Boxen, Schwimmen, Radfahren, alles was es da so gibt, was natürlich auch richtig Bock macht, wenn man da wirklich Profi drin ist oder einfach das schon länger macht und da wirklich fit ist, für seinen Beruf, wie gesagt, bei mir die Bundeswehr oder für andere Berufe, ja, bei sehr, sehr vielen Berufen muss man einfach fit sein, da braucht man einen fitten Körper und da ist Hybridathletik auf jeden Fall etwas was Gutes, was Feines. Und da wir alle breit bleiben wollen und am besten so wenig Masse verlieren wie möglich, müssen wir natürlich schauen, wie viele Kalorien verbrennen wir in unseren Trainings und generell. Und müssen dann halt einfach schauen, dass wir unsere Kalorien anpassen. Dass wir unsere Eiweiße, Kalorien etc. alles anpassen auf unsere Trainings, damit wir eben genug zu uns nehmen und so wenig Masse oder so wenig Muskulatur wie möglich verlieren. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr da eure Kalorien, eure Kalorien trackt und da dann auch darauf achtet, damit ihr da so wenig Gains oder so wenig Muskulatur und vielleicht auch Fett wie möglich verbrennt. Aber, und das gehört auf jeden Fall dazu, bei Hybridathletik werdet ihr ziemlich, ziemlich viel Fett verbrennen, beziehungsweise ziemlich viel
Oder ziemlich abnehmen, wenn ihr nicht auf eure Kalorien achtet, weil es eben ein Ausdauersport ist. Ein sehr krasser Ausdauersport. Und wenn ihr da wirklich nicht drauf achtet, dann werdet ihr auf jeden Fall abnehmen. Also, wenn du Bock hast, einen leistungsfähigeren, athletischeren, stärkeren Körper zu bekommen und einfach denkst, okay, für meinen Job macht das auf jeden Fall Sinn oder Bodybuilding wurde dir zu langweilig oder du hast noch gar nichts mit Sport am Hut, aber hast einfach Bock, dich richtig an deine Leistungsgrenzen zu bringen, dann probier Hybridathletik auf jeden Fall aus. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr vielseitig. Das ist auf jeden Fall was sehr, sehr Nices, was auf jeden Fall Spaß machen kann, wenn du darauf stehst, deinen Körper einfach ans Leistungslimit zu bringen. Ja, es ist wirklich was Feines und du wirst auch merken, wenn du das eine längere Zeit machst, du bist auf jeden Fall viel, viel leistungsfähiger. Dein Körper ist viel, viel leistungsfähiger. Deswegen probier es aus, mach dir dein eigenes Bild und schau, ob Hybridathletik was für dich ist. Ich bedanke mich bei euch, bei dir, fürs Zuschauen vom Video. Like, Abo und so ein Schmarrn, ne, könnt ihr da lassen oder es auch lassen. Hauptsache, schaut meine Videos. Ich bedanke mich und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten YouTube-Video von mir wieder. YOLO. Tschüss, Jungs, wir sehen uns. Yay!